Vor kurzem habe ich wieder angefangen, voll zu arbeiten nach der Babypause. Da war unser Freundchen der Sonne 2,5 Monate alt. Und deswegen werde ich ziemlich häufig gefragt, wie ich das gerade so hinkriege mit Familie und Beruf. Naja, ich krieg's so hin wie viele Väter auch, nämlich indem ich einen Partner zu Hause habe. Es ist ja heutzutage nichts Besonderes mehr, wenn eine Frau Karriere macht, aber wenn ein Mann zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, wird er entweder kritisch beäugt, kann der das? Die armen Kinder. Oder wie ein Held gefeiert. Was für ein Mann. So oder so, mein Mann und ich sind nicht die Norm. Die basiert zum großen Teil auf der Idee, dass Mütter von Natur aus die besseren Eltern sind und dass sie eine besondere Bindung zum Kind haben, die Väter so nicht haben. Im Jahr 2020 ist man vielleicht geneigt zu sagen, das ist ja alles Quatsch, Geschlechterrollen sind gesellschaftliche Konstrukte. Naja, Geschlechterrollen sind sicherlich gesellschaftlich und kulturell geprägt, aber das heißt ja nicht zwingend, dass es nicht auch einen biologischen Einfluss geben könnte. Deswegen schauen wir uns heute mal die Biologie hinter Vätern und Müttern an und beantworten die Frage, sind Väter die schlechteren Mütter? Frauen und Männer sollen gleichberechtigt sein, klar. Aber das heißt nicht, dass Frauen und Männer gleich sein müssen. Und gerade in Sachen Nachwuchs gibt es ja offensichtliche biologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die sich auch auf die Beziehung zum Kind auswirken könnten. Hat diese besondere Bindung zum Kind, die man Müttern nachsagt, vielleicht eine grundbiologische Basis oder wie ich lieber sage, eine grundchemische? Eine Frage der Hormone. Die Schwangerschaft und auch die Zeit nach der Geburt sind ja ein wahrer Hormontrip. Ich will hier auf das vielleicht berühmteste Schwangerschaftshormon eingehen, nämlich Oxytocin. Oxytocin wird manchmal auch das Kuschelhormon genannt und ist passenderweise ein sehr hübsches Molekül, was es zum Lieblingsmolekül vieler kuscheliger Chemiker macht. Was ist euer Lieblingsmolekül? Schreibt's in die Kommentare! Wohlgemerkt ist Oxytocin nicht nur ein Schwangerschaftshormon oder nur ein Kuschelhormon. So wie alle Hormone hat es im Körper viele verschiedene und komplexe Funktionen, aber seine Bedeutung für die Schwangerschaft, die steckt doch schon im Namen, denn Oxytocin kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie schnelle Geburt, weil es die Wehen fördert, also die Kontraktion der Gebärmutter. Außerdem hilft Oxytocin der Mutter bei der Milchbildung und beim Stillen kommt es zu einer Erhöhung des Oxytocinspiegels sowohl bei der Mutter als auch bei dem Kind. Im Moment des Stillens kann das zu regelrechten Glücksgefühlen führen und generell stärkt Oxytocin die Bindung zwischen Mutter und Kind. Gegen so eine chemische Bindung kommt der Papa wohl kaum an, oder? Erstaunlicherweise schon. Denn inzwischen weiß man, dass auch bei Vätern das Kuschelhormon erhöht wird. In dieser Studie aus dem Jahr 2010 besuchten Forscher 80 zusammenlebende Elternpaare und bestimmten deren Oxytocin-Level anhand von Blutproben. Einmal direkt nach der Geburt und einmal 6 Monate später. Zu beiden Zeitpunkten gab es keinen Unterschied im Oxytocin-Spiegel zwischen Müttern und Vätern. Das deutet darauf hin, dass Oxytocin eher mit dem Verhalten zusammenhängt, also zum Beispiel ausgeschüttet wird, wenn man mit dem Kind spielt. Und wenn der Papa das macht, kann er sich eben auch seine Ladung Kuschelhormon abholen. Das war vor 10 Jahren eine überraschende Erkenntnis, das hatte man vorher gar nicht so vermutet. Was man aber schon länger wusste, ist, dass Väter einen niedrigeren Testosteronspiegel haben als Nicht-Väter oder Single-Männer. Man wusste nur nicht, ob Männer mit einem niedrigen Testosteronspiegel eher Vater werden oder ob die Vaterschaft den Testosteronspiegel senkt. Diese Studie spricht für Letzteres. Hier wurde eine Kohorte von über 600 philippinischen Männern untersucht. Das erste Mal, als die Männer im Schnitt 26 Jahre alt waren, das zweite Mal 4 Jahre später, also im klassischen Zeitraum zum Heiraten und oder Kinderkriegen. Die Ergebnisse waren sehr interessant. Erstmal Männer, die zum ersten Testzeitpunkt Single waren und von vornherein einen hohen Testosteronspiegel hatten, hatten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, 4 Jahre später, also beim zweiten Testzeitpunkt, entweder verheiratet oder Vater zu sein. Doch spannenderweise führte eine feste Beziehung zu einem Absenken des Testosteronspiegels. Aber besonders tief waren die Testosteronspiegel bei frischen Vätern. Außerdem galt, je mehr Zeit die Väter mit ihren Babys verbrachten, desto tiefer waren auch ihre Testosteronlevel. Also auch Männer erfahren hormonelle Veränderungen durch ein Baby, auch ohne Schwangerschaft und Stillen. Und nicht nur das. Neurologisch fürsorglich. Ändert sich denn auch das Gehirn
durch eine Elternschaft. In dieser Studie wurden 41 Paare aus Vätern und Müttern sowie 48 homosexuelle Paare aus zwei Vätern untersucht. Man schaute sich alles Mögliche an, das Verhalten der Eltern, Oxytocinspiegel und Hirnscans. Bei den Oxytocin-Messungen kam das Gleiche raus wie bei der Studie vorhin, also die Oxytocin-Level waren bei allen Eltern ähnlich, egal ob Vater oder Mutter und egal ob schwul oder hetero. Aber besonders interessant waren die Hirnscans. Dazu legte man die Studienteilnehmer in den Scanner und zeigte ihnen Videos von typischen Eltern-Kind-Interaktionen. Dabei waren jetzt Videos von den Teilnehmern selbst mit ihren Kindern und auch Videos von anderen Eltern mit ihren kleinen Kindern. Als Kontrolle gab es noch ein Video von den Teilnehmern bei einer alltäglichen Tätigkeit ohne Kind, also zum Beispiel beim Geschirrspülen. Während die Teilnehmer diese Videos schauten, zeichnete der Scanner den Sauerstoffverbrauch im Gehirn auf, um festzustellen, welche Hirnregionen besonders aktiv werden beim Beobachten dieser Eltern-Kind-Interaktionen. Zunächst fand man heraus, dass dieses Beobachten von Eltern-Kind-Interaktionen ein ganz bestimmtes Netzwerk von Hirnregionen aktiviert, das besonders für Emotionsverarbeitung zuständig ist. Dazu gehören zum Beispiel die Amygdala, die Insula und der anteriore zinguläre Cortex. Dieses Netzwerk war bei allen Eltern aktiviert, egal ob schwul oder hetero und unabhängig davon, wie viel Zeit sie mit ihren Kindern verbrachten. Aber wenn man sich die Ergebnisse genauer anschaut, sieht man, dass es für bestimmte Hirnregionen doch einen Unterschied gab. Bei den Heteropaaren beobachtete man bei den Müttern eine stärkere Aktivierung der Amygdala als bei den Vätern. Die Amygdala ist die Hirnregion, die unter anderem für ein Belohnungsgefühl und für emotionales Lernen verantwortlich ist. Und das ist sehr interessant, denn bei allen untersuchten Heteropaaren war auch die Mutter diejenige, die sich vorrangig um das Kind kümmert, also eine klassische Rollenverteilung. Doch besonders spannend waren die Hirnscans der schwulen Väterpaare, denn auch hier beobachtete man eine verstärkte Aktivierung der Amygdala, und zwar bei dem Vater, der mehr Zeit mit dem Kind verbrachte. Und mehr noch, je mehr Stunden pro Woche ein Elternteil mit dem Kind verbrachte, desto stärker war die Verknüpfung zwischen der Amygdala und einer weiteren Hirnregion, die unter anderem mit Gesichtserkennung und Empathie in Verbindung steht. Diese Studien unterstützen folgende Hypothese: Deine Hormone oder deine Neurologie geben nicht vor, wie gut du dich um dein Kind kümmerst, sondern wenn du dich um dein Kind kümmerst, stellen sich auch deine Hormone und dein Gehirn drauf ein. Aber heißt das, wir unterscheiden uns da grundlegend von Tieren? Ein tierischer Vergleich. Also, wir wissen ja, Pinguine zum Beispiel, die wechseln sich ja immer ab mit Brüten und Futter holen, die kümmern sich komplett gleichberechtigt um ihre Babys, aber wir sind ja keine Pinguine. Leider. Die Welt wäre ein besserer Ort. Jedenfalls, ich meine Säugetiere. Also bei anderen Säugetieren scheint es ja die Regel zu sein, dass die Mutter für den Nachwuchs zuständig ist. Zumindest ist das der Eindruck, den man gewinnt, wenn man Tierdokus schaut. Da ist ja immer die Mama, die da alleine den Laden schmeißt. Tatsächlich ist väterliche Fürsorge unter den Säugetieren nicht die Regel. Aber zu den Ausnahmen, die die Regel bestätigen, gehören auch unsere nächsten Verwandten. Looking at our closest genetic relatives, non-human primates, you can see paternal investment, and of course maternal investment, but you can see paternal investment in different species. Das ist Natalia Reagan, Dozentin für Anthropologie und Primatologie in New York. Wir haben sie angeskypt, weil sie verschiedene Arten von Affen beobachtet hat. Manche dieser Arten leben in ähnlichen Beziehungen wie die meisten Menschen, also in mehr oder weniger monogamen Beziehungen zwischen Weibchen und Männchen. You do see some of these monogamish primates actually the males providing paternal care. You see it in owl monkeys or night monkeys, which are nocturnal primates. Another great example of non-human primates providing paternal care is the calotricids. Those are the marmosets and tamarins. I'm actually wearing this is an emperor tamarin on my shirt. They've got the mustache. They're very, very distinguished. I wore it because specifically they found in mustached tamarins that the males will provide paternal investment even if they're not the father. So what you have in these particular primates is the females always have twins. And because the twins can sometimes weigh more than they actually weigh, they have usually the father and his brothers helping her raise her young. Anthropologen können sich gut vorstellen, dass bei den frühen Menschen es auch komplett gemeinsames Parenting gab. If we're looking at non-human primates as a model for
you know, human evolution, and our closest genetic relative, or we share a common ancestor with chimpanzees, and they live in these multi-male, multi-female groups, we can assume that as we evolved, we probably lived in these multi-male, multi-female groups. So this sort of makes sense that you can kind of make sure that everybody's taken care of. So it is, in a way, a village raises a child. You know, and unfortunately, you don't see that now because, you know, many factors, agriculture being one. Agriculture just screwed everything up when you started having marriage and sort of this sedentary lifestyle. You needed to have a family that could basically work a farm and things like that. So it really did change the way everything sort of played out when it came to reproductive strategies within humans. Aus anthropologischer Sicht sind unsere Geschlechterrollen in der Kindeserziehung also stark kulturell geprägt. Und kulturelle Normen ändern sich ja ständig und das nicht nur über Jahrtausende. Die neuen Väter. Da tut sich ja einiges. Und die Männer machen das ja auch nicht mehr mit. Diese Idee, naja, wir gehen nur arbeiten, Frauen bleiben zu Hause. Die Frauen andersrum auch nicht. Das ist Andreas Eickhorst, Entwicklungspsychologe und Väterforscher in Hannover. Er hält wenig von der Idee, dass Frauen irgendwie von Natur aus besser seien in der Kindeserziehung. Diese Vorstellungen basieren nicht nur auf veralteten Familienmodellen, sondern auch auf inzwischen überholten wissenschaftlichen Meinungen. Also heute veraltete Positionen, auch aus der Psychoanalyse beispielsweise, die immer gesagt haben, naja, der Vater ist der Dritte im Bunde. Es gibt eine Mutter-Kind-Dyade und dann kommt der Vater als Dritter hinzu. Der wird dann das Außen repräsentieren, holt Objekte rein und nach, wenn das Kind älter wird, spielt er auch eine Rolle. Das sind aber ganz klar Mythen, das ist entwicklungspsychologischer Unsinn. Aber das alles zu ändern, auf diesen ganzen Ebenen und die alten Theorien so ein bisschen auszubremsen, das braucht einfach Zeit. Diese alten Theorien werden heute vor allem durch die Praxis widerlegt. Wenn wir gucken, ob und wie sich Väter an Kinder binden, wenn wir gucken, was Väter mit Kindern machen, ob sie Kinder bespaßen können, ob sie Kinder pflegen können, ob sie erziehen können, ob sie mit ihnen spielen können, ob sie Vertrauen entwickeln, ob sie Emotionen entwickeln, Nähe, Liebe, dann sehen wir eigentlich, wenn wir es wirklich vergleichbar machen, den Vätern einen Raum dafür geben, sehen wir keine Unterschiede. Manche Väter sind vielleicht noch ungeübt, haben keine Vorbilder, glauben gar nicht, dass sie das können, müssen das ein bisschen erst ausprobieren. Aber natürlich gibt es eine Vater-Kind-Bindung, natürlich können Väter genauso gut trösten. Auch Väter können mit kleinen Kindern umgehen, Väter können sich anpassen, Väter können wickeln, Väter können spielen, Väter können in der Ammensprache reden. Übrigens, Ammensprache ist das hier. Ja, das ist ja ein kleines Füßchen. Ja, das ist ja ein kleines Füßchen. Und Männer können das natürlich auch. Ja, das ist ja ein kleines Füßchen. Nee, das ist ja eigentlich andersrum. So muss das sein, oder? Egal. Aber selbst wenn man sich als Paar am liebsten alles möglichst gerecht aufteilen würde, gibt es doch so ein paar Fallen, die sich manche Paare gewissermaßen selbst legen. Stichwort Gatekeeping. Viele Eltern reden von Gatekeeping, oft kombiniert mit dem Wort mütterlich, mütterliches Gatekeeping. Gemeint ist damit, dass in dem Fall die Mutter quasi die Torhüterin ist, die quasi den Zugang des Vaters zum Kind reguliert. Also wenn die Mutter das Tor aufmacht und zu ihrem Partner sagt, ach, mach du das doch auch, du kannst doch mit dem Kind ebenso gut spielen, dann macht der Vater das. Wenn die Mutter das Tor zuhält und sagt, ich kann das besser oder das ist Frauensache, dann tut der Vater sich vielleicht schwer und macht es nicht. Beispiel, das Kind möchte nie ins Bett. Rieseneck, das Kind ins Bett zu bringen, die Mama macht es öfter, hat irgendwann so die Tricks raus und wird zum Gute-Nacht-Profi. Der Papa bringt das Kind nicht so oft ins Bett und wenn er es mal versucht, dauert es direkt dreimal so lang. Und so kann es zu einem Teufelskreis kommen, nämlich der Papa bringt das Kind nie zu Bett, weil er es nicht so gut kann. Er kann es aber nicht so gut, weil er es nie macht. Und so können sich eben ungleiche Verteilungen einschleichen, selbst wenn man das als Paar gar nicht so geplant hat. Also wenn dann Unterschiede deutlich werden, wäre es, glaube ich, klug, dass gerade der es mehr macht, der es nicht so gut kann. Einfach damit das Kind sieht, ja, es ist ganz normal. Auch die Mama oder auch der Papa kann mich ins Bett bringen. Ähnlich wie beim Hormonspiegel vorhin oder bei der Gehirnaktivität hängt es auch hier davon ab, wer wie viel Zeit mit dem Kind verbringt. Und je weniger Unterschiede es da gibt zwischen Mutter und Vater, desto ausgeglichener sind auch die Geschlechterrollen. Von der Wissenschaft zur Praxis. Es gibt also anthropologische, psychologische, neurologische und endokrinologische Hinweise darauf, dass Mütter nicht von Natur aus bessere Eltern sind als Väter. Dieses Wissen kann Elternpaaren zumindest im Kopf mehr Freiheit verschaffen, um die Erziehung so zu gestalten, wie man wirklich möchte. Ja? Sei es jetzt hauptsächlich Mama oder hauptsächlich Papa oder beide möglichst ausgeglichen.
Wissenschaftlich spricht viel dafür, dass jede Variation der Aufteilung gut ist, solange man ein guter Elternteil sein will. Aber gesellschaftlich gibt es für diese Entscheidungsfreiheit noch einige Hürden, vor allem für alle, die ein weniger klassisches Familienmodell bevorzugen. Ich will auf eine dieser Hürden hier noch eingehen, weil ich die momentan besonders wichtig finde. Frauen arbeiten im Schnitt häufiger in schlechter bezahlten Berufen oder schlechter bezahlten Branchen. Also ein typisches Beispiel: männliche Ärzte, weibliche Krankenpflegerinnen. Außerdem arbeiten Frauen öfter in Teilzeit und sie unterbrechen ihre Arbeit länger. Eben wegen der Kindererziehung. Und Teilzeit, geringfügige Arbeit und längere Unterbrechungen führen nicht nur zu insgesamt weniger Arbeitsstunden, sondern gehen auch mit einem niedrigeren Stundenlohn einher. Das sind übrigens die Hauptgründe für den Gender Pay Gap, also den unbereinigten Gender Pay Gap. Also die Hauptgründe, warum Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Und hier gibt's auch gewisse Teufelskreise. Doch nehmen wir jetzt mal ein Durchschnittspaar von heute, bei dem der Mann mehr verdient als die Frau. Und dieses Paar entscheidet sich jetzt für ein Kind und dafür, dass ein Elternteil zu Hause bei dem Kind bleiben sollte oder zumindest viel Zeit dort verbringen sollte. Wie teilen sie sich jetzt auf? Rein wirtschaftlich betrachtet ist nur eine Sache sinnvoll, nämlich dass der Mann, der mehr verdient, nicht weniger arbeitet, sondern die Frau, die ja weniger verdient. Man kann sich natürlich frei andersrum entscheiden, aber das muss man sich erstmal leisten können. Das heißt, der Mann geht weiter arbeiten, er kann weiter Berufs- und Betriebserfahrung sammeln, er kann auf eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung hinarbeiten, die Frau nicht. Folge: die Lohnlücke zwischen den beiden wird in Zukunft nur größer. Das heißt, unterschiedliche Ausgangssituationen reproduzieren Unterschiede. Das heißt, beim zweiten Kind wird die Frau schon wieder oder erst recht zu Hause bleiben. Und falls man so ein Familienmodell eigentlich gar nicht möchte, kann man aus finanziellen Gründen trotzdem drin stecken bleiben. Doch Frauen entscheiden sich nun einmal häufiger für Jobs oder Branchen, die schlechter bezahlt sind. Manche finden daher, man sollte Frauen empowern, mehr typisch männliche Jobs zu verfolgen. Da bin ich einerseits schon dabei. Ich denke aber nicht, dass das langfristig und flächendeckend aufgehen würde. Denn wenn weniger Frauen typische Frauenberufe machen, dann muss die jemand anderes machen. Denn wir sehen jetzt gerade in der Corona-Krise sehr deutlich, dass viele der typischen Frauenjobs extrem wichtige, systemrelevante Jobs sind. Und wir sehen leider gerade auch, dass diese systemrelevanten Berufe, bis auf wenige Ausnahmen, schlecht bezahlt sind. Und das ist nicht in Ordnung. Egal, ob diese Jobs von Männern oder Frauen ausgeführt werden. Also ich finde, langfristig geht diese Ungerechtigkeit über Genderfragen hinaus. Da jetzt momentan der Frauenanteil in diesen Berufen recht hoch ist, gehe ich davon aus, dass nicht nur der Gender Pay Gap sich deutlich verkleinern würde, sondern auch, dass unsere Geschlechterrollen in der Erziehung aufbrechen könnten, wenn man nur systemrelevante Berufe angemessen bezahlen würde. Man kann nur hoffen, dass diese Einsicht eine der wenigen positiven Folgen dieser Krise sein könnte. Wie sieht's bei euch aus? Wie ist die Rollenverteilung bei euren Eltern? Und falls Eltern hier zuschauen, wie handhabt ihr das? Habt ihr auch Gatekeeping-Probleme? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann kann ich euch dieses Video von Frank und die Frage empfehlen. Das ist Teil der mehrteiligen Serie Bin ich bereit für ein Kind? Und in dieser Folge ging es passenderweise um die Vaterrolle bei werdenden Eltern. Verlinke ich euch hier und in der Endcard. Und zuletzt noch ein ziemlich cooles Announcement, Freunde der Sonne. Ich habe erfahren, dass ich dieses Jahr den Heinz Oberhummer Award bekomme. Eventuell seid ihr zu jung, um Heinz Oberhummer zu kennen. Er war österreichischer Physiker und einer der coolsten und wichtigsten Wissenschaftskommunikatoren. Nach seinem Tod wurde der Heinz Oberhummer Award ins Leben gerufen, um sein Wirken und gute Wissenschaftskommunikation weiterleben zu lassen. Und ich fühle mich unglaublich dankbar und geehrt und möchte auf diesem Weg nur Danke sagen an all die großzügigen Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Danke und Grüße nach Wien. Hier kommt ihr, wie gesagt, zum Video von Die Frage oder zu einem ausführlichen Video zum Gender Pay Gap. Ich bin auch noch auf Twitter und Instagram. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen. Bis dahin, Freunde der Sonne, bleibt sicher.